Nichts ist so schön wie eine Vor-Thanksgiving-Rallye, sagte unlängst der CEO von Binance und verglich damit die aktuelle Bewegung mit der, die wir im Jahr 2017 gesehen haben. Und 2017, wissen wir mittlerweile alle, waren wir in den Kryptowährungen mitten in einer Blase. Und deswegen haben wir uns die Frage gestellt, Moment mal kurz, sind wir schon wieder back to the bubble? Und zwar in diesem Falle Teil 2. Oder sind wir noch längst von einer Blase entfernt? Und damit herzlich willkommen zu dieser Ausgabe, in der ihr wie gewohnt von uns Fakten bekommt, in aller Ruhe aufgearbeitet, das Pro, das Contra. Und ich bin sehr gespannt, ob ihr sagt, jo, eindeutig Blase, oder sagt, nee, das ist keine Blase. Die Blase kommt erst in einem halben Jahr oder in einem Jahr. Und natürlich werden wir uns auch nochmal in aller Ruhe die Charts dazu anschauen. Für diejenigen, die es nicht wissen, ich habe Samstag eine Ausgabe gemacht und habe gesagt, ich steige aus. Und was ich gemacht habe, ist, ich habe 50% meiner langfristigen Position bei Bitcoin verkauft. Einfach aufgrund des Money Managements und weil ich gesagt habe, Moment mal, die Bewegung, die wir zuletzt bei Bitcoin gesehen haben, hatte mir zu wenig Konsolidierung, war zu sehr wie eine Fahnenstange und deswegen möchte ich die Hälfte meiner Position rausnehmen. Vergleichbar habe ich das ja auch Ende 2017 gemacht. Diejenigen, die schon lange genug dabei sind, die werden sich daran erinnern. Da haben einige damals den Kopf über mich geschüttelt, als ich gesagt habe, ich nehme drei Viertel meiner Positionen runter. Damals war es wirklich das goldene Händchen, denn kurze Zeit danach platzte tatsächlich die Blase. Diesmal wird sich zeigen, ob wir denn schon an den Hochs angekommen sind oder nicht. Und ich muss euch dazu sagen, damals habe ich schon gesagt, also an der 20.000 kommen wir nicht vorbei. Heute sage ich euch, selbst wenn wir an der 20.000 vorbeikommen, da kommen wir wieder zurück. Und ich sehe zumindest eine größere Wahrscheinlichkeit, dass wir das Potenzial haben, etwas seitwärts zu laufen. Aber was hat das Ganze für einen fundamentalen Hintergrund? Was man sagen muss ist, wir sehen im Moment, dass eine sehr hohe Anzahl von Erstnutzern wieder in den Markt kommt. Zum Beispiel hat eToro darüber berichtet, das ist ein Broker, über den man hauptsächlich CFDs handeln kann, dass die Anzahl der Bitcoin-Erstkäufer im Monat November allein über 80% höher ist im Vergleich zum Restjahreszeitraum. Das ist ein Wort. Oder wir sehen, dass zum Beispiel ein Unternehmen aus den USA, Square, darüber berichtet, dass sie Umsatzsteigerungen im Vergleich zum Vorjahresquartal haben von über 80%, die ebenfalls den Kauf von Bitcoin unterstützen. Oder zuletzt ist tatsächlich angeblich laut Medienberichten Coinbase abgestürzt, als es diese Rallye auf XRP gegeben hat. Und all diese Dinge erinnern einen dann doch an das Jahr 2017. Damals im Jahr 2017 war es ja auch so, dass sehr viele Erstkäufer im letzten Quartal in den Markt reingekommen sind und dann diese sehr dynamische Bewegung entstanden ist. Was aber anders ist im Vergleich zu 2017. Vielleicht könnt ihr euch daran erinnern, damals gab es ja so einen richtigen Kaufdruck, denn die meisten sind ja gar nicht in die Kryptobörsen reingekommen. Die meisten mussten mehrere Wochen und Monate warten, dass sie überhaupt Bitcoin oder andere Kryptowährungen handeln konnten. Und diejenigen, die schon im Markt waren, die waren so die, ah, hast du es gut, du kannst Bitcoin handeln, ich komme ja nicht rein. Das haben wir im Moment überhaupt nicht. Im Moment ist es nicht nur so, dass die klassischen Kryptobörsen deutlich mehr Support haben und mit dem Ansturm sehr gut umgehen können. Es gibt ja auch deutlich mehr strukturierte Produkte. Man braucht ja mittlerweile nicht mal eine Wallet, um strukturiert und auch Bitcoin gesichert Produkte zu kaufen, zum Beispiel über Xetra oder an der Wiener Börse. Aber etwas anderes ist viel wichtiger. Während im Jahr 2017 diese Bewegung hauptsächlich von Kleinanlegern getragen gewesen ist, ist es jetzt so, dass es Produkte für institutionelle Anleger gibt und diese institutionellen Anleger nutzen auch diese Produkte. Unlängst hat nämlich JP Morgan darüber berichtet, dass ein Vermögensverwalter Gold verkaufen, um in Bitcoin reinzugehen. Die Frage ist, machen Sie das jetzt eher aus kurzfristiger Spekulation oder eher aus langfristiger Investition? Das weiß ich nicht. Aber die Tatsache, dass Vermögensverwalter anfangen, sich für Bitcoin zu interessieren oder die Tatsache, dass Bitcoin zum ersten Mal auf der Seite von Wall Street Journal erschienen ist, zeigt, dass Bitcoin in Anführungszeichen im Mainstream angekommen ist und gleichzeitig auch das institutionelle Geld nicht nur Interesse hat, sondern auch die Möglichkeit hat, in Bitcoin zu investieren. Und das ist natürlich ein großer Unterschied. Das andere, was man sich klar machen muss, ist, wenn man sich
allein anschaut, was für eine Hashrate wir im Jahr 2017 hatten und welche Hashrate es aktuell gibt, also wie stark das Bitcoin-Netzwerk geworden ist, das ist ja um fast Faktor 10 gestiegen im Vergleich zum Jahr 2017. Sehen wir also, dass es A, institutionelle Produkte gibt und wir sehen B, dass die Stärke von Bitcoin und des Bitcoin-Netzwerkes deutlich zugenommen hat. Natürlich ist es so, dass wir auch im Jahr 2020 aufgrund der Corona-Pandemie, aufgrund der Maßnahmen der Zentralbanken und aus meiner Sicht aufgrund der besonderen Dollarschwäche noch eine zusätzliche Unterstützung für Bitcoin sehen. Denn im Moment ist es so, ich habe das an dieser Stelle mehrfach gesagt, sagt die Fed, hey, alles, nur kauft keine Dollars. Die Leute kaufen Whisky, die Leute kaufen Rolex, die Leute kaufen Bitcoin, die Leute kaufen Gold, die Leute kaufen Aktien. Hauptsache etwas Spekulatives und Hauptsache raus aus der Fiat-Währung. Natürlich hilft das mit. Aber wenn es das alles wäre, dann müsste ich sagen, ja, vielleicht sind wir doch in der Blase. Nur immer wieder, wann steigt eigentlich der Preis einer Asset-Klasse? Das habe ich, glaube ich, an dieser Stelle schon dreimal gesagt. Es muss zugänglich sein, es muss Vertrauen da sein und es muss genutzt werden können. So, ich finde, Bitcoin wird noch zu wenig genutzt. Deswegen, für diejenigen, die sagen, das ist ein Goldersatz, tut mir leid, Leute, es ist mir zu volatil, um als sicherer Hafen zu wirken. Aber zwei andere Dinge sind wichtig. Es muss zugänglich sein. Ich sage jetzt nicht nur PayPal, sondern diverse andere strukturierte Produkte für Institutionelle. Und zweitens Vertrauen. Und das ist zuletzt bei Bitcoin deutlich angewachsen. Und dann ist es auch nicht so, dass der Preis steigt, weil irgendein YouTuber in sein Mikro schreit, dass das jetzt total der geilste Anstieg überhaupt geben wird, sondern der Preis einer Assetklasse steigt, weil Institutionelle sich dafür interessieren. Jetzt ist aber auch die Frage, glaubt man denn, dass Institutionelle mit sehr viel Geld in eine Assetklasse gehen, die innerhalb der letzten 8 Monate in etwa 300% gemacht hat? Ich wage das stark zu bezweifeln. Wenn ich sehe, dass wir auf Twitter schon wieder GIFs bekommen, hey, wir haben Bitcoin gekauft oder wir haben Kryptowährungen gekauft, um reich zu werden, dann erinnert mich das an 2017. Ja, 2017 hat das jemand unter meinem Video geschrieben gehabt, das war viel lustiger. Da ging es um Lambo und da ging es um Multimillionär werden und die GIFs waren auch lustiger. Allerdings sind diese Erscheinungen auf Twitter oder dass eine Schauspielerin von Game of Thrones dann ihre Follower fragt, hey, soll ich Bitcoin kaufen, ja oder nein? Und 56% sagen nein, das Volk spricht und sagt nicht kaufen. Und sie schreibt, danke für den Tipp, ich habe trotzdem gekauft. Das sind dann Anzeichen, dass der Markt doch ein bisschen, wenn ich das mal so sagen darf, so babbeloid wird. Oder die Tatsache, dass es Analysen gibt zu XRP, bei denen Kursziele jenseits der 400 Dollar angesprochen werden. Das sind Zeichen, die dafür sprechen, dass der Markt in Richtung Blase geht. Oder wenn ich wieder mit meinem Mikrokosmos kommen darf, ich habe euch das erzählt, 2017 hat bei uns im Büro jeden Tag das Telefon geklingelt im letzten Quartal und jeden Tag wollte irgendjemand etwas wegen Kryptowährungen wissen. Im Moment klingelt bei uns das Telefon nicht wegen Kryptowährungen. Und doch ist es so, dass ich, nachdem ich mein Video am Samstag gemacht habe, so ähnlich wie 2017, ich Nachrichten bekommen habe von 2 Menschen, mit denen ich seit Jahren nichts mehr zu tun hatte, die mir gesagt haben, hey Hamid, wir gucken gerade dein Bitcoin-Video, kannst du uns einen Tipp geben, ob wir noch Bitcoin kaufen können oder nicht? Und auf eine ähnliche Art und Weise habe ich das 2017 auch erlebt. Das heißt, wir sehen hier Erscheinungen, die dafür sprechen, dass wir in Richtung einer Blase gehen. Oder wenn wir diesen extremen Anstieg bei Dash oder bei XRP oder bei Bitcoin Cash sehen, das geht auch in die gleiche Richtung. Und es gibt aber noch etwas anderes, was anders ist. Darüber reden wir noch gar nicht mehr. Also alle, die 2017 dabei waren, sehr viele haben ihr Geld mit ICOs gemacht. Sehr viele Unternehmen haben gesehen, ah, das ist weitestgehend ein nicht regulierter Markt. Ich kann einen Token auf den Markt bringen.
Ich kann Geld einsammeln. Das meiste waren ja einfach nur irgendwelche Projekte, die auf dem Papier standen und mehr war da nicht dahinter. Und es ist extrem viel Geld in den Kryptomarkt geflossen und dieses Geld hat sich für ICOs interessiert. Die sehen wir gerade nicht, weil sie reguliert worden sind. Und wir sehen auch, dass die Marktkapitalisierung der Altcoins bei weitem nicht das wieder erreicht hat, was wir im Jahr 2017 gesehen haben. 2017 gab es ja diesen extrem steilen Anstieg im letzten Viertel, also im letzten Quartal. Und jetzt sehen wir gerade, dass dieser steile Anstieg bei den Altcoins losgeht. Für diejenigen, die jetzt sagen, okay, weißt du was, geht doch gerade erst los, Hamed, wir müssen erstmal an diese Hochs kommen. Eins muss ich euch sagen, wir haben auch, wenn wir strukturierte Produkte haben, auch wenn wir Produkte für Institutionelle haben, haben wir auch etwas anderes. Wir haben immer noch sehr viel unregulierte Börsen. Und dort, wo es unregulierte Börsen gibt und dort, wo es sehr viel Volatilität gibt, es ist auch so, dass diejenigen, die zuerst reingekommen sind, auch relativ schnell den Stecker ziehen können. Und die ziehen meistens den Stecker eher am Wochenende. Zumindest ist das, was mir auffällt, weil dann weniger Teilnehmer im Markt sind und man schneller den Markt bewegen kann. Und deswegen, ich werde euch das gleich im Chart zeigen, was alles dafür spricht, dass der Markt gerade deutlich übertreibt. Und in dieser Übertreibung glaube ich, dass die Institutionen entweder sagen, oh, guck dir die kleinen Anleger an, die haben Spaß, ne? Lass die mal noch ein bisschen Spaß haben, wir können noch Geld verdienen. Lass mal noch ein bisschen höher gehen. Oder die denken sich, diesmal könnte die Blase nicht ganz so groß werden, lass uns mal lieber schneller den Stecker ziehen. Meine Meinung ist, wer in diesem Markt hochspekulativ weiterhin arbeitet und jetzt in diesen Markt reingeht, ist auf Gedeih und Verderb auf die Großen angewiesen, ob sie sagen, lass mal die Party noch ein bisschen laufen. Ansonsten besteht die Gefahr, dass wir stärkere Rücksetzer sehen werden, die aber auch eher wieder gekauft werden können. Und in der Folge wird sich dann zeigen, ob der Markt tatsächlich in einen größeren Pullback gehen wird oder ob der Markt aus dieser Seitwärtskonsolidierung die nächste bullische Bewegung machen kann. Wie genau ich das meine, zeige ich euch gleich an bei den Charts. Lasst uns hin. Folgendes finde ich aus technischer Sicht sehr wichtig. Schaut euch mal diese Bewegung an. Die hat 5 Monate und 4 Tage gedauert oder 157 Kerzen und hat $8,500 Anstieg verzeichnet. Danach sehen wir einen Anstieg in einem Monat und 27 Tagen und der Anstieg ist mittlerweile sogar noch mehr, nämlich 9.580 Punkte. Die Tatsache, dass der Markt für die erste Strecke deutlich länger braucht und dann für die zweite Strecke kürzer braucht, ist eher ein Zeichen aus meiner Sicht für Vorsicht. Ich bin noch nicht dabei, dass ich sage, ja, wir sind auf jeden Fall in einem sehr, sehr steilen, aufwärtsgerichteten Trendkanal, weil wir hier unten so 2,5 Berührungspunkte haben und oben haben wir eigentlich nur einen. Das heißt, es ist nur eine Frage, ob der Markt hier in einem Kanal ist. Plus, wenn wir in einer Übertreibung sind und dieser Kanal stimmt, muss der Markt nicht da dort hängen bleiben, sondern der kann auch nochmal einmal kurz Halt machen, nochmal höher laufen. Und wenn dann so die richtige Euphorie reinkommt, so, oh, jetzt haben wir die 20.000 und jetzt geht's los und möglicherweise noch mehr Medien über Bitcoin berichten, dann könnte es richtig gefährlich werden. Ich sage in den letzten Tagen immer wieder, Leute, entweder ist es so, dass der Markt gar nicht zulässt, dass wir die 20.000 sehen und dreht vorher ab oder er geht so ein bisschen darüber hinaus. Und es ist jetzt wieder mein Mikrokosmos. Es gab unter dem letzten Video viel zu wenig Häme für mich, weil ich die Hälfte rausgenommen habe. Erst wenn so richtig die Häme reinkommt und diejenigen mir sagen, was hast du gemacht, siehst du, was passiert ist und wir werden bald auf 40, 50 und so weiter und so fort gehen, dann kommt so die totale Euphorie rein. Das sehe ich im Moment noch nicht. Ich will euch nur an eines erinnern. Schaut euch einfach nur über die Woche. Das ist etwas, womit man ziemlich gut arbeiten kann. Den Abstand vom aktuellen Kurs zur 20-Wochen-Linie an
und schaut euch den Abstand zur 200-Wochen-Linie an. So, wir hatten seinerzeit einen Abstand von 93% zur 200-Wochen-Linie. Jetzt kann man sagen, ja, lieber Ahmed, jetzt guck mal, jetzt haben wir nur einen Abstand von 60%. Also wenn du danach gehst, dann können wir nochmal höher gehen und sogar in Richtung 25.000 laufen. Ja, theoretisch ja, aber wisst ihr was? Die Tatsache, dass Bitcoin reifer ist, bedeutet, und mit reifer meine ich, dass wir mehr Hash-Power haben. Die Tatsache, dass es mehr institutionelle Produkte gibt, aber auch, dass es Leute gibt, die hier diese Bewegung schon mal mitgemacht haben, erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass die Blase nicht ganz so groß wird. Deswegen bin ich nach wie vor vorsichtig, das hier eine Blase zu nennen. Ich würde das eine Übertreibung nennen. Ich kann nicht ausschließen, dass diese Übertreibung noch etwas anhält. Ich sehe eine extrem geringe Wahrscheinlichkeit, wie zuletzt propagiert, dass das gerade mal der Anfang ist und der Markt aber nochmal richtig Gas geben wird. Das halte ich für extrem unwahrscheinlich. Die Bewegung, die wir hier gemacht haben, haben wir schon oben drauf gesetzt. Wir haben uns kaum Zeit gelassen dafür und wir haben den zweiten Anstieg deutlich schneller gemacht. Das ist eher ein, weiß ich nicht, jemand, der einen Ultramarathon läuft und dann nur ganz kurz Pause macht und nochmal einen Ultramarathon oben drauf setzt und das noch deutlich schneller läuft. Irgendwann muss er sich zur Ruhe begeben. Und je schneller er läuft, desto größer ist die Gefahr der Erschöpfung. Und je früher er aufhört zu rennen, desto größer ist die Gefahr, dass er einfach nur mit einer volatilen Seitwärtsphase, so wie hier, dann daraus die nächste Bewegung machen kann. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Gehabt euch wohl.